Moin, ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, heute ein Fotowalk, wo ich gleich verschiedene Fliegen mit einer Klappe schlagen will. Das heißt, ich will nochmal zeigen, warum 50 mm eigentlich und besonders für mich so die absolute Lieblingsbrennweite ist. Damit mache ich alles, damit kann man alles machen. Und das Ganze dann auch noch gepaart mit einer Rangefinder-Kamera. Und warum das so ist, ja. Nehme ich euch heute mit und wir sprechen ein bisschen drüber und ich zeige auch einiges an Bildern. Also dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja, moin, ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, es gibt ja immer ganz interessante Zeitpunkte und wenn gerade ein Hersteller neue Kameras rausbringt, dann werden die Vorgängermodelle mehr als interessant. Und wir sind heute bei bestem Wetter auf dem Weg in die Autostadt in Wolfsburg. Auch nochmal hinsichtlich so ein bisschen vielleicht Workshop. Es sind ja zwei Termine drin für Wolfsburg, euch mal ein bisschen zu zeigen, unterschiedlichste Sachen zu zeigen, was man dort fotografieren kann, warum ich da so häufig bin, warum es dann nicht nur um Autos geht. Und zeige da zu dem Thema einiges. Hamburg war ja sofort innerhalb von 6 Stunden ausgebucht. Da wird es Alternativtermine geben. Berlin arbeite ich dran. Braunschweig gibt es Buchungen. Also schaut gerne mal auf meine Homepage, was die Workshops angeht. Und Wolfsburg wird in jedem Fall das Pheno, das ist das hier hinten, und die Autostadt im Workshop enthalten sein. Und ja, ich bin heute mit der Leica M10 Monochrom unterwegs. Und dem Summilux 50 mm 1.4 ASPH. Nichts Neues, also der aufmerksame Zuschauer wird wissen, das kenne ich doch und in der Tat, ja, das kennt ihr. Und zusätzlich halt, alte Liebe rostet nicht, weil es ist gerade einfach interessant. Die M11 Monochrom ist rausgekommen und natürlich gehen jetzt wie immer. Nicht so schlimm wie bei vielen anderen, aber die Vorgängermodelle zu interessanten Preisen über die Ladentheke. Mein Set stammt natürlich von Foto Görlitz, dem Leica-Händler aus Ostwestfalen, und er hat immer ein riesiges Portfolio an gebrauchten Kameras vor Ort. Macht immer vieles möglich. Dafür bin ich über die Jahre wirklich dankbar. Natürlich werde ich mir auch die M11 irgendwann anschauen. Ich werde mir auch das neue 50er anschauen und das dann auch mal so im Vergleich vielleicht zu dem Setup. Aber ja, also von daher schaut mal bei ihm auf die Seite. Auch ihn verlinke ich unten, dass ihr mal schauen könnt, was gibt es da jetzt. Und gerade wer sich vielleicht doch für eine Monochrom interessiert, der kann da mal reinschauen. Da sind jetzt gerade die Tage einige gekommen. Die war auch dabei, aber die bleibt hier. Natürlich. Und wir sind heute mit dem Setup in der Autostadt unterwegs und wir schauen mal, was wir für Fotos finden. Also wünsche euch viel Spaß. Auf geht's in die Autostadt. You've already lost.
Ja, schöne Rutsche, schöne Runde, einen schönen Tag gehabt. Man kann da wirklich viel, viel Zeit verbringen. Man kann da einen ganzen Tag verbringen letztendlich. Es gibt unterschiedlichste Fotomotive dort. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Wer auf Details steht, wer mit Bokeh arbeiten will, der modernste Architektur haben will, Licht und Schatten. Man kann dort alles machen und dabei noch sehr, sehr gut essen. Draußen sitzen, habt ihr ja gesehen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, einen guten Tag zu verbringen. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit der M10 Monochrom dort unterwegs zu sein. Das 50er ist halt für mich ein sagenhaftes Objektiv, wo man alles mitmachen kann. Ich habe da überhaupt keine Probleme, auch im Zonenfokussystem überhaupt keine Probleme mitzuarbeiten. Ich mag die Abbildungsleistung und halt auch so das Flair, was diese Kamera und das Objektiv halt raushauen. Und klar, natürlich schwarz-weiß, nur schwarz-weiß. Gerade bei den schlechteren Lichtverhältnissen, die Bilder seht ihr jetzt noch fantastisch vom Rauschverhalten. Ja, ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder vom heutigen Fotowalk. Könnt ihr mal schreiben, wie euch das gefällt. Wie gesagt, Workshop, zwei Termine auf der Homepage für Wolfsburg. Wer das mal mit mir erleben will, glaubt mir, ich kenne mich da gut aus. Ich weiß auch, zu welchen Uhrzeiten man wo in der Autostadt am besten ist, lichttechnisch, und würde mich freuen, auch den einen oder anderen dabei mal begrüßen zu können. Und wenn ihr euch für die Kamera oder für die Monochrom-Geschichten oder für die 50er, weil auch da ist jetzt der Nachfolger draußen, interessiert, wie gesagt, schaut mal bei Alex Görlitz, Foto Görlitz auf die Homepage. Offizieller Leica-Händler und ein tolles Gebrauchtangebot, Leica-Raritäten, natürlich auch Neuware mit immer Garantie, mit einem ausgezeichneten Service, von daher. Schaut mal bei ihm vorbei. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommen Bilder. Ich wünsche euch was Schönes, werdet und bleibt gesund, und wir sehen uns in Bälde. Macht's gut und tschüss.